Moin moin liebe Leute, hier ist wieder euer Micha und es geht weiter mit der Torwartkarriere hier bei Benevento Calcio und ihr könnt es schon am Titel lesen, der Gewinner steht fest, ihr seht es richtig, in diesem Moment, wo wir hier spielen, steht der Gewinner schon fest und zwar von der Elgato HD60S von unserem Gewinnspiel und ich blende euch jetzt eben einmal die Top 3 ein. Das ist einmal der Zocker, einmal die Geilo-Brüder und einmal Loki der Gamer. Und im Verlaufe dieses Videos wird dann eben die Auflösung kommen. Wann und wo, das weiß ich selber noch nicht. Und ihr werdet es einfach sehen und ich werde es auch immer bekannt geben. Also, jetzt geht's erstmal rein ins Spiel Nummer 1 für heute nach Weihnachten. Habt also alle schöne Weihnachten gehabt und jetzt rutschen wir so langsam ein ins nächste Jahr, ins Jahr 2018. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns jetzt erstmal auf dem Rasen wieder. Und da ist auch schon der Anstoß gewesen. Ja, wir spielen hier gegen, weiß ich gar nicht, ich guck mal eben nach. Wir spielen hier gegen Cagliari Calcio. Und ja, wir hoffen auf einen Sieg. Und am Ende des Videos werde ich euch erklären, wie es überhaupt zustande gekommen ist, diese Top 3. Aber jetzt interessieren wir uns erstmal für dieses Spiel. Wir kommen über außen. Jetzt kommt der Ball in die Mitte. Ich sehe ihn gar nicht mehr. Durch die Zuschauer sehe ich gar nichts. Und da war es aufs lange Eck. Ich glaube, der Torwart war am Ball. Und erste Chance in der 20. Minute, würde ich jetzt mal sagen, ist dahin für uns. Und bis dahin war das Spiel ja sehr eintönig. Und jetzt kommt vielleicht der Gegner. Nein, er kommt nicht. Und somit, oder? Achtung, Achtung. Nochmal der lange Ball. Aber... oder? Das wird auch noch was. Ja, hier kommt nochmal der extrem lange Ball. Da kommt der Schuss und da steht es 1:0. Wir haben es aus der Ferne gesehen und jetzt werden wir es gleich aus der Nähe sehen. Durch Armenteros in der 25. Minute führen wir hier 1:0 in der Liga. Ihr habt geschrieben, wir werden die Saison auf Platz 4 beenden. Ich bin guter Dinge, dass wir das auch in einem Platz höher tun, nämlich auf Platz 3. Und hier sehen wir es nochmal. Wunderschöne Annahme und dann dieser Schuss. 1:0 für uns. Und das tut gut. Und dann sage ich jetzt, weiter geht es im Text. Hier nochmal die Annahme und der Schuss. Traumhaft. Einfach traumhaft. 1:0 für uns. 30. Minute, wir kommen wieder. Wieder über außen. Kommt der Ball in die Mitte? Nein, da nicht mehr. Das gibt Abstoß. Schade, Chance dahin. Aber 30 Minuten und der Gegner hatte noch nicht eine einzige Chance. 40. Minute, der Gegner ist mal im Angriffsdrittel. Jetzt könnte die Flanke kommen. Die kommt nicht. Da kommt der Schuss aufs lange Eck, aber weit am Tor vorbei. Da steht es immer noch. 1:0 für uns. 42. Minute. Also, es ist nicht mehr lange zu laufen. Und wir kommen nochmal über außen. Der Ball in die Mitte. Wird nochmal auf außen gelegt. Jetzt nochmal in die Mitte. Da kommt der Kopfball und da steht es 2:0. Mit dem Halbzeitpfiff macht ihr Mello das Tor zum 2:0. Per Kopf, glaube ich, war es. Wir gehen direkt rein in diese Szene. Hier sehen wir es. Da auf außen. Da haben wir den Ball hingeschlagen. Jetzt David angenommen. Nochmal auf außen gespielt. Und jetzt der Ball rein. Kopfball 1. Nee, nicht 1:0, sondern schon 2:0. Hier nochmal diese wunderbare Kombination da. Flanke, wohl dosiert, wunderbar durchgesetzt. Man könnte überlegen, ob das ein Aufstürzen war. Aber der Schiri pfeift nicht und von daher steht es 2:0. Und das war auch jetzt der Halbzeitpfiff. Wir gehen also mit 2:0 in die Halbzeit. Und dann sehen wir uns wieder in Halbzeit 2, wenn es heißt, es gibt Chancen für uns oder vielleicht für den Gegner. 55. Minute. Der Gegner ist wieder mal im Drittel, aber... kriegt die Flanke nicht rein und jetzt geht das hier schnell auf die Außen und doch, wir sind noch am Ball, aber der war anscheinend im Aus und somit hat der Gegner erstmal Einwurf. Cagliari ist vorm Tor, könnte abziehen, tut's nicht. Wir wären aber auch da zur Stelle gewesen und jetzt, boah, der lange Ball, aber der kommt überhaupt nicht an den Mann und 65. Minute, heißt also noch 25 Minuten zu gehen, aber... noch sind wir hier im Angriff. Wir schauen mal ganz genau drauf, was in der 66. Minute passiert. Wir kommen da leider nicht durch und es war wahrscheinlich auch noch abseits. Und somit, ja, 67. Minute und abseits. Chance dahin und dann sehen wir uns später wieder.
70. Minute, der lange Ball in den Strafraum. Da sind wir am Ball und der Torwart kann den Ball parieren. Schnappt sich den Ball von unserem Fuß weg. Und damit steht es immer noch 2-0. 15 Minuten sind jetzt aber noch zu laufen. Denn wir haben es, die 75. Cagliari kommt vors Tor, schießt aber nicht. Ist immer noch am Ball. Was ist das für ein Getümmel? Gut. Die Verteidigung hat gut aufgepasst. 80. Minute jetzt. Jetzt sind es wirklich nur noch 10 Minuten. Und ich denke, dieses Spiel werden wir gewinnen. Und ich hoffe mit 2 oder sogar vielleicht mit 3-0. Da kommt die Flanke nach vorne. Aber der Gegner am Ball. Und jetzt heißt es nach hinten, denn die 0 soll gehalten werden. Unbedingt. 86. Minute. Jetzt zum Schuss. Nein, sie schießen einfach nicht aus der Ferne. Sie trauen sich nicht. Wahrscheinlich, weil wir einfach zu stark oder weiß ich nicht, warum die sich nicht trauen. Aber 90. Minute, der Schiri packt einfach keine Minute drauf. Das heißt, er müsste jetzt abpfeifen. Das tut er auch. 2-0 Sieg. Wir starten doch nach unserer kleinen Winterpause doch wieder richtig, richtig gut. Und wenn euch L.A. Noir gefallen hat, was ihr am Ende seht, werde ich verlinken und dann könnt ihr reingucken. Wenn euch das gefällt, lasst dem Ganzen einen Daumen da. Und wenn ihr auch noch drunter schreibt, wir wollen davon mehr sehen, dann werde ich davon einfach die ganze Serie auch machen. Wir sind immer noch auf Tabellenplatz 2. Leute, wir haben 8 Punkte Vorsprung vor Tabellenplatz 3 und liegen nur 2 Punkte hinter dem ersten. Ja, und dann geht's jetzt weiter. Und ich blende euch in der Zwischenzeit mal die Top 2 ein. Das sind einmal der Zocker und einmal Loki der Gamer. Also die Geilo-Brüder leider aus dem Rennen, was das Gewinnspiel angeht. Aber der Zocker und Loki der Gamer sind mit drin. Und Hutches gewinnt Fußballer des Jahres aus Asien. Ja, und im zweiten Spiel geht es gegen Torino. Und dann würde ich sagen, da sehen wir uns natürlich auch erst recht auf dem Rasen wieder. Wenn ihr die Folge feiert, dann lasst der Ganzen hier einen Daumen da. Abo dürft ihr natürlich auch nicht vergessen. Oder was heißt nicht vergessen, aber wäre schön, wenn ihr eins da lassen würdet. Und ja, über einen Kommentar freue ich mich natürlich auch. Muss ja alles heutzutage erwähnt werden. Und dann würde ich sagen, bis gleich auf dem Rasen. Und da sind wir auch. Pünktlich zum Anstoß wieder mit dabei. Torino ist im Angriff. Torino kommt rein, aber kriegt den Ball nicht aufs Tor. Und das war die erste Chance in der 5. Minute für Torino. Jetzt kommen natürlich die Kracher-Gegner und die werden sich garantiert auf uns eingestellt haben. Da kommt der Ball und ich weiß nicht, wo er ist. Da ist er. Hui. Ich habe gerade den Überblick verloren, aber es ist nichts Schlimmes passiert. Da kommt jetzt aber der ganz lange Ball. Wir sind am Ball und kriegen ihn aber nicht aufs Tor. Schade, jetzt hatten wir beide eine Riesenchance zum 1-0. Nach genau 15 Minuten, sage ich jetzt einfach mal. Und boah, ich darf hier gar nicht abschalten, denn Torino kommt doch wieder gefährlich. Jetzt ist erstmal diese Chance dahin. Wir kommen über außen. Jetzt müsste gleich die Flanke kommen. Jetzt kommt die Flanke, da kommt der Kopfball. Leider nicht aufs Tor. Wir sind aber weiterhin am Ball. Wieder über außen. Jetzt der lange Ball in die Mitte. Jetzt der Kopfball und... Ah, da war nicht die Chance zum 1-0. Ah. Jetzt waren wir mal in kurzer Zeit am Drücker. Schade, dass es nicht geklappt hat. Torino mit einem sehr gefährlichen Einwurf oder einer sehr gefährlichen Einwurfposition. Kriegen sie da irgendwas raus? Nein, aber sie kriegen den nächsten Einwurf. Oh, wir sind jetzt hier gerade ein bisschen unter Druck. Schauen wir mal, was passiert. Sind wir am Ball? Nein, Torino ist immer noch am Ball. Jetzt der Ball in die Mitte. Da kommt der Ball in die Mitte. Oh. Aufgepasst. Wunderschön gemacht. 33 Minuten. Dieses Spiel wird wohl ganz schön spannend werden. Jetzt sind wir aber erstmal vorne. Das ging ja ganz schön schnell. Da kommt der Ball reingechippt und da der Schusspfosten. Und der ist drin. Leute, der Ball ist drin. Cataldi macht den Ball rein in der 38. Minute. Wie ist das denn passiert? Ich habe es gar nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, der Pfostenschuss und dann war da ein Tohu Bahovu oder wie es auch immer noch heißt. Und es steht 1-0. Wir schauen nochmal. Hier sehen wir die Chance. Wunderschön.
Ah. Da gechippt und dann der Schuss an Pfosten. Ja, und dann ist das Tor leer. Ganz klare Sache für uns. 1-0. Hier sehen wir es jetzt nochmal. Dieser schöne Chipball. Dann der Pfostenschuss. Und da ist das Tor leer. Da braucht man nur noch einschieben. Wunderschön, 1-0. Auch gegen Torino führen wir hier. Zu Recht. Oder, was heißt zu Recht, aber immerhin sehr schön erkämpft. Ja, wer die letzte Folge gesehen hat, Jogi Löw hat uns ja unterm Weihnachtsbaum eine sehr nette Nachricht geschrieben. Wir dürfen in den WM-Kader, wenn wir denn nächstes Jahr international spielen, oder was heißt WM, EM-Kader, wenn wir international spielen, und wahrscheinlich werden wir das ja mit Benevento ja auch weiterhin tun. Dieses Jahr sind wir Euroleague, mal gucken, wo wir nächstes Jahr sind. Wir gehen mit einem 1-0 in die Halbzeit. Rein geht es in Halbzeit 2. 50. Minute, Twist im Anmarsch, aber wird gut verteidigt. Und jetzt haben wir erstmal wieder den Ball und können das Spiel kontrollieren. Wir müssen nicht mehr ganz so schnell nach vorne. Wir führen 1-0, ist zwar gefährlich, aber gegen Torino darf man auch nicht zu schnell nach vorne gehen. Denn dann steht man hinten zu offen. Jetzt kommt die Flanke in die Mitte und da kommt der Kopfball und da steht es 2-0. Optimaler Start in die zweite Halbzeit. 58. Minute durch. Push Charge. Führen wir hier 2-0. Ich wollte schon sagen, gewinnen wir 2-0. Aber das ist ja noch ein weiter Weg. Aber die Führung zum 2-0, die ist schon mal da. Torino ist im Angriff. Ist in unserem Abwehrdrittel, in unserer Hälfte. Schauen wir mal. Gut verteidigt. Und jetzt dieser lange, lange Ball. Torino muss ja irgendwann mal aufmachen. Irgendwann müssen wir die Chance da hinten kriegen, denn sie liegen schon 2-0 hinten und das gegen Benevento. Das dürfen sie sich nicht noch ein zweites Mal ergeben lassen, dass hier alle Top-Mannschaften gegen Benevento verlieren. Also, die müssen irgendwann mal richtig angreifen. Gucken wir, dass es nicht allzu gut hinkriegen, sondern dass wir unsere Paraden besser hinkriegen. Jetzt haben sie erstmal Einwurf und die machen es erstmal ruhig nach hinten. In der 70. Minute der lange Ball nach vorne. Da sind wir am Ball und da steht es 3-0. Der Deckel ist auf dem Topf durch Iemelo. Wunderbar gemacht. 3-0. Hier dieser wunderbare lange Ball. Dann hier wunderschön durchgesetzt. Und dann ist der Weg frei zum Tor. Und dann mit dem Pfosten rein ins Glück zum 3-0. Das wird unser Sieg werden. Torino kommt nochmal. Vors Tor können wir erstmal verteidigen, aber jetzt andere Seite außen. Aufgepasst, die Flanke schon mal gut abgeblockt. Der Ball geht nichtens aus. 80. Minute, wir sind am Ball. Meine Güte, wir dominieren hier hinten weiterhin die Liga. Und das immerhin mit Benevento Calcio. Torin wieder im Angriff. Kriegen sie den Ball jetzt rein? Nee, sie tuddeln da ein bisschen rum. Jetzt vielleicht, oh, wow, 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 das dürfte auch einen Freistoß geben. Und das ist auch so, das gibt den Freistoß. Der Schiri hatte Vorteil angezeigt. Das dürfte sogar gelbe Karte geben. Oh, Schubserei, was ist hier los? Was ist hier los? Es gibt doch keine Karte. Aber es ist ein ganz klares Foul gewesen hier. Boah, Zusammenstoß, aber von wem? Das ist die Frage. Wenn wir uns das mal ganz genau angucken, wir gehen kurz rein. Und dann schauen wir mal, wer denn da foult. Sind das wirklich wir? Wir schauen mal ganz genau nach. Hier kommt der Ball. Jetzt, ach, hier ist die Szene. Gut, dann gehen wir hier drauf. Beide sehen den Ball nicht und stoßen aneinander. Das würde ich sagen, das ist dumm gelaufen. Aber eieiei, dass unser Spieler noch nicht ins Krankenhaus muss. Guckt euch den Arm an. Guckt euch diesen Arm an. Der ist doch... Eieiei, oh, das könnte ein Wrestlingkampf sein. Leute, das ist hier Wrestling pur. Wir schauen uns das nochmal an. Zack. Aber ganz ehrlich, ein Foul von uns war das garantiert nicht. Hier erstmal schön dem Schiri durchs Knie geschossen. Aha, interessant. Beide sehen den Gegner nicht und stoßen einander. Das ist einfach nur Pech. Das müsste Schiri Ball geben. Und naja, jetzt ist es ein Freistoß für den Gegner. Aber der kann gefährlich werden, Leute. Der kann richtig gefährlich werden. Das aus einer guten Position. Aber
Nicht so mit uns, nicht mit Benevento Calcio. Das war's. 3-0 Sieg. Und wer die Elgato gewonnen hat, das seht ihr, nachdem wir uns die Tabelle angeguckt haben. Leute, schaut euch die Tabelle an. Wir sind auf Platz 1. Und das ist doch optimal, um auch zu verkünden, wer die Elgato gewonnen hat. Die Elgato geht an Loki, der Gamer. Du hast jetzt Zeit, dich 5 Tage, heute ist Mittwoch, also Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, nächste Woche Montag muss ich eine Bestätigung von dir haben und vor allem auch deine Adresse. Dann geht der Preis an dich raus, sonst ziehen wir erneut. Ganz klare Regeln. Also, Loki der Gamer, in 5 Tagen einmal eine E-Mail schreiben an die gleiche Adresse wie auch beim Gewinnspiel. Einmal, dass du ja Bescheid weißt von dem Gewinn und zweitens deine Adresse, damit du überhaupt die Elgato kriegen kannst, denn sonst weiß ich deine Adresse ja nicht. Also, bis Montag hast du Zeit. Wenn am Montag keine E-Mail da ist, dann geht's am Dienstag erneut los mit einer erneuten Verlosung. Also am Dienstag wäre dann der 2. Januar. Also du hast Zeit bis zum 1. Januar. Mach dir jetzt erstmal keinen Stress. Aber es sind eben nur 5 Tage. Meld dich, sonst geht's weiter. Dann ziehen wir erneut. Ganz klare Sache. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Und ich wollte euch noch erklären, wie überhaupt die Losung zustande gekommen ist. Ich habe alle E-Mails nachgeguckt. Es waren ungefähr 6 Leute. Es waren eigentlich genau 6 Leute, die mitmachen. Und dann habe ich mir angeguckt, wer wie viele YouTube-Videos von mir im Dezember kommentiert hat. Das Ganze habe ich zu einer Relation gesetzt. Heißt, für 3 Kommentare gab es einen zusätzlichen Zettel. Und dann haben wir diesen ganzen Batzen Zetteln, ich glaube, es waren über 16 Zettel, haben wir genommen. Dann hat mein Neffe einmal gezogen, der hat die Top 3 gezogen. Dann hat meine Verlobte aus diesen Top 3 die Top 2 gezogen. Und ich habe dann den Sieger gezogen. Und das ist eben Loki, der Gamer. Also, hast 5 Tage Zeit, dich zu melden. Und dann wünsche ich euch, ja, einen schönen Tag. Haut rein, man sieht sich. Ciao und tschüss, euer Micha. Bis dann.